Freunde, endlich ist die Woche um. Das bedeutet eine neue Folge Clash News. Und es gibt Infos zum Update. Richtig, richtig geil. Wir warten ja schon so lange und ich habe unnormal Bock. Es wird einfach Zeit. Bevor wir mit Clash Mini anfangen, kurz den Hinweis wie jede Woche. Wenn ihr Bock habt, mich zu unterstützen, ich kann es echt gebrauchen, lasst ein Abo da. Würde mich übelst immer freuen. Wir gehen rein in die Socials. Wie ihr wisst, sitzt das Entwicklerstudio von Clash Mini in China und da ist momentan chinesisches Neujahr angesagt. Das bedeutet 2 Wochen Ferien bzw. Urlaub für alle. Ist in China anscheinend so. Deswegen hat Clash Mini auch gar nicht viel gepostet, nur 3 kleine Bilder, die ich jetzt mal eben mit euch durchgehe. Das erste Bild zeigt den Miner und den Magier, wie die sich wieder vertragen haben. Letzte Woche gab es ja ein kleines Bild, wie der Miner den Magier von hinten kaputtgeschlagen hat. Haben sich wieder vertragen. Schön für die beiden. Dazu gab es dann noch eine Abstimmung, wo wir entscheiden sollten, welche Pose wir am coolsten finden. Vom Monk, von der Countess und von der Queen. Ich finde die Countess-Pose am geilsten, einfach weil ich die Countess immer noch auch am geilsten finde, auch wenn sie momentan unspielbar ist. Und das dritte Bild war wieder eine Abstimmung und zwar sollten wir entscheiden, welchen Helden wir am Anfang genommen haben. Sprich, Bub King, Queen oder Maiden. Ich selber habe damals die Maiden genommen. Hätte ich gewusst, wie borken die Queen und wie geil der Bub King ist, hätte ich mich wahrscheinlich anders entschieden. Was habt ihr genommen? Lasst mir mal einen Kommentar da, würde mich auch mal interessieren. Und was hättet ihr genommen, wenn ihr nicht das genommen hättet, was ihr genommen habt? Also seid ihr mit der Entscheidung zufrieden oder nicht? Das war's diese Woche auch mit den Clash Mini Socials. Wie gesagt, die sind halt noch im Urlaub. Deswegen habe ich das Ganze auch ein bisschen runtergerattert. Waren halt echt nicht die interessantesten Bilder. Aber eine Kleinigkeit habe ich noch für euch. Und zwar gibt es einen neuen Turnierveranstalter, der ab jetzt monatliche Turniere veranstaltet. Wer könnte das wohl sein? Kurz überlegen. Wir natürlich. Es gibt ab diese Woche, beziehungsweise ab nächste Woche, ist ja noch Sonntag, gibt es die Verwirrt Cups. Jeden Monat mindestens ein Turnier mit dickem Preisgeld. Das Ganze machen wir in der Kooperation mit WashGG. Das ist eine Turnierseite, verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung. Die macht alles super simpel. Die erstellt einen Turnierbaum. Man kann sich auf der Seite mit seinem Twitch-Account registrieren oder auch mit seinem Discord-Account. Super, super einfach. Auf der Seite könnt ihr mit eurem Gegner kurz chatten, den Raum klar machen und dann geht's auch schon los. Ab morgen werden wir dann unseren eigenen Hub auf dieser Seite haben, sprich unsere eigene Turnierseite quasi. Da könnt ihr euch dann auch anmelden. Ich denke, Dienstag wird dafür noch ein extra Video kommen. Im ersten Turnier geht es einfach um 200 Euro. Und in Zukunft, bis es den Turnierstandort gibt, wollen wir dann auch noch ein Turnier machen, jeden Monat extra für die Helden von Level 1 bis Level 7, damit nicht nur die 10er gewinnen. Das Ganze haben wir im ersten Turnier nicht gemacht, beziehungsweise machen wir im ersten Turnier nicht. Dafür lassen wir 16 Leute in das finale Turnier rein. Ist vielleicht ein bisschen kompliziert erklärt. Ich versuche das mal ein bisschen einfacher zu machen. Wir werden das Turnier in 3 Events unterteilen. Erste Quali, zweite Quali und Finalturnier. Die zweite Quali ist halt für die Leute, die die erste Quali nicht mitgespielt haben, weil sie keine Zeit hatten oder sie verloren haben. Also man kann bei beiden Qualis dann mitmachen. Und im Finalevent kommen dann halt nochmal 16 Leute, die dann gegeneinander spielen. Da wird vermutlich auch jemand dabei sein, der noch kein 10er Held hat. Sonst wäre es ja irgendwie ziemlich langweilig. Naja, wie schon gesagt, weitere Infos dazu gibt es Dienstag. Wir gehen jetzt erstmal weiter rein in Clash Quest und ich bin mega, mega hyped drauf. Dort ist es nämlich endlich soweit. Wir sind wirklich so ein Stück vorm Update und es wird auch Zeit. Meine Motivation für die tägliche Liga ist mittlerweile so weit unten. Ich steige auch schon wieder ab, einfach weil ich momentan absolut keinen Bock habe. Ich brauche neuen Content, ich habe so Lust zu zocken. Aber es ist momentan einfach nur ein Krampf. Es ist ein Krampf und deswegen ist es geil, dass wir jetzt diese Woche einige Ankündigungen bekommen haben. Bevor wir damit aber anfangen, rattern wir mal eben wie immer die Socials durch. Der erste Social-Beitrag ist wieder ein Clan-Beitrag. Da konnte man wieder seinen Clan bewerben. Es war nämlich der Make-A-Friend-Day. Dazu wurde noch mein Clan-Video repostet, beziehungsweise unser Clan-Video. Habe ich ja mit euch zusammen im Livestream-Chat gemacht, das Video. War richtig gut, ging darum, wie man die Clan-Kriegsliga bzw. die Single-Stages in der Clan-Kriegsliga am besten besteht. Und es klappt halt auch zu 99%. Eigentlich klappt es immer. Das Video ist halt echt nicht irgendwie verarscht oder sowas. Guckt es euch an, ist richtig geil geworden. Verlinke ich euch hier oben. Auf jeden Fall Clash Quest as retweeted. Dann gab es noch ein kleines Video auf dem Clash Quest YouTube-Kanal. In diesem Video ging es wieder mal ein bisschen um die Geschichte von Clash Quest. Da hat der Papa Dragon ein bisschen Gold gefressen und der wurde dann vom Goblin gejagt.
ist geil, guckt es euch an, ich feiere diese Videos, also ich fühle die, geht auch nicht lange, irgendwie 2 Minuten oder sowas, aber ist ganz cool gemacht. Außerdem war diese Woche noch Pizzatag und wir kennen ja alle mittlerweile das Meme, es geht um die Pizza Hawaii. Darian hat mit dem Clash Quest Account gepostet, dass seine Lieblingspizza die Pineapple Pizza ist. Wie steht ihr dazu? Ananas auf der Pizza, ja oder nein? Meine Meinung dazu ist, Ananas auf der Pizza ja, aber nur wenn die Pizza kalt ist, warme Ananas feiere ich überhaupt nicht. Aber ansonsten gönne ich mir so ein Stückchen Pizza Hawaii gerne mal beim Bäcker. Kommen wir jetzt aber mal zu den wichtigen Informationen. Und zwar hat der gute Darian ein Foto getweetet, auf dem man sieht, wie er wieder auf einem Liegestuhl liegt. Und da drauf steht Clash Quest Island Update. Mit dem Kommentar, das Update-Video ist abgedreht, es muss nur noch bearbeitet werden. Sprich, es kommt bald. Richtig geil. Island Update bedeutet neue Inseln. Ich hoffe nicht zu wenig und ich hoffe noch ein paar andere Sachen. 2 von diesen anderen Sachen wurden jetzt auch schon geleakt und zwar auf dem offiziellen Clash Quest Discord. Da wurden nämlich 2 neue Sticker hinzugefügt. Was genau diese Sachen können, wissen wir nicht. Wir haben aber mal für euch ein bisschen rumspekuliert und ich erkläre euch mal das, was wir für plausibel halten, was vermutlich trotzdem völliger Blödsinn ist. Der erste Sticker zeigt einen Stein, auf dem ein Pfeil nach oben abgebildet ist. Dieser hat die Farbe vom Elixier. Der zweite Sticker zeigt einen Stein, auf dem ein wütendes Gesicht ist, mit der Farbe vom Gold. Wir haben die Vermutung, dass du diese Steine verteilen kannst auf deine Truppen, sprich jede Truppe einen zum Stein geben kannst. Und wenn die Truppe ein Gebäude kaputt macht, kriegst du entweder mit der Truppe dann mehr Gold oder mehr Elixier. Ist nur unsere Vermutung, wird wie gesagt wahrscheinlich völliger Schwachsinn sein. Schreibt mal eure Vermutung in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf das Update und hoffe, dass es sich nur noch um wenige Tage bzw. vielleicht noch 1 bis maximal 2 Wochen handeln kann. Ja, meine Freunde, ich würde sagen, das sind aber auch genug Informationen für diese Woche. Ich meine, mehr würden ausschmecken, aber mehr gibt es leider nicht. Wenn euch das Ganze gefallen hat, ne, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Wir sehen uns dann nächste Woche. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye, euer Psy.